Hallo, ich bin Lea. Und ich heiße Jana. Ja, wir sind heute hier auf dem 28. Weinforum in Trier an den Viehmarktthermen. Und hier werden heute den Besuchern die besten Weine von Mosel, Saar und Ruwer zur Verkostung angeboten. So, wir machen uns jetzt auf den Weg, um herauszufinden, was die Besucher hierher zieht und wo ihre Vorlieben liegen. Dazu gebracht, heute Abend hierher zu kommen? Ich war im letzten Jahr schon da und es hat mir sehr, sehr gut gefallen. Und dann nutzt man die Gelegenheit und kommt wieder. Wir sind zum ersten Mal wieder seit ein paar Jahren hier, kommen selbst von der Mosel. Und gerade, was ich heute für mich schon mal entdeckt habe, wie weit eigentlich die Rotweinentwicklung in der Mosel mittlerweile ist. Also was die Mosel ja eigentlich als klassisches Weißweinanbaugebiet mittlerweile an Rotwein hervorbringt. Also macht einfach Spaß zu sehen, wie dann die Entwicklung weitergeht. Was wäre denn so dein Lieblingswein oder von der Rebsorte? Was wäre denn das, was dir am besten schmeckt? Ich trinke sehr, sehr gerne Weißweine und dann sehr trocken und dann bietet sich Riesling natürlich immer sehr an. Klar, der Riesling ist so die Identität der Mosel, aber mich reizen gerade auch die Burgundersorten, Weißburgunder, Grauburgunder oder gerade auch mal zu probieren hier die Aromarebsorten wie ein Bacchus habe ich heute mal probiert oder ein Gewürztraminer. Ja, ganz klassisch natürlich für die Mosel. Riesling trinke ich sehr, sehr gerne. Aber im Glas habe ich auch gerade einen Domina. Ist sehr, sehr ungewöhnlich für die Mosel. Aber muss ich sagen, das Weingut hat es wirklich richtig gut hingekriegt und der ist wirklich gut. Ist tatsächlich so, dass mir mittlerweile die Weine aus dem Barriquefass sehr gefallen, also die, die im Holz ausgebaut sind. Das war am Anfang nicht so und da habe ich so, da hat sich so mein Geschmack hinentwickelt quasi, ja. Und wenn du so sagst, Weinforum ist ein schönes Event, gibt es auch noch was anderes, wo du gerne hingehst an der Mosel, wo du sagst, da findet man mich normalerweise jedes Jahr? Tatsächlich sogar in Kröf, da sind wir mittlerweile jedes Jahr, zum Beispiel beim Rock the River, das ist so ein Festival, was kombiniert mit Wein ist und was super toll ist. Ja, was ich auf jeden Fall empfehlen kann, ist Mythos Mosel, ist eine ganz tolle Veranstaltung oder auch Wein im Schloss. Ist auch sehr toll und auch imposant, ja. Ja, das war's von uns vom Weinforum 2020. Wir haben ganz viele tolle Impressionen gesammelt und viele, viele leckere Weine probiert. Und wir freuen uns darauf, auch nächstes Jahr wieder mit dabei zu sein.